So, ich glaube, das ist das hier. Entschuldigung, ich muss hier durch. Das sieht gut aus. Guten Tag und auf Wiedersehen. Ich rede mit dir, wenn ich wieder raus bin. Keine Zeit zum Plaudern, ich muss hier durch. Ich war es nicht. Das ist einfach so von selber kaputt gegangen. Fällt ja auch so gar nicht auf, wenn die das macht, während die direkt daneben steht. Ein Kalender! Ich habe einen Kalender gefunden. Yay! So, ich muss mal bitte hier durch, Jungs. Könntet ihr mal bitte Platz machen? Danke. Stellt euch nicht so an, bewegt euch. So. Ah, Priesterin. Unsere tapferen Krieger haben gerade für Kukulkan einen Sieg errungen. Dafür verdienen sie einen Segen, oder? Ja, natürlich. Wunderbar, das wird sie freuen. Hierdurch. Ja. Irgendwie habe ich so das Gefühl, da wollte Lara gar nicht hin. Sehr gut, Lara, sehr gut. Ups. Nach Aaron wollte ich sehen, genau. Hä, ich kann anvisieren, aber nicht zielen. Und ich kann keine Waffen auswählen. Ich denke, ich habe jetzt wieder Waffen. Okay. Muss ich jetzt nach oben oder muss ich jetzt nach unten? Okay. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Da stehen die. Okay, wo sind die? Ich glaube, da hinten kommt nichts. Ist da jemand? Nee, oder? In Nachalom Berlaijan umuk an kunsi kujolle mash kuntal tupachil kinobo. Okay. In Nachalom Berlaijan umuk an kunsi kujolle mash kuntal tupachil kinobo. Was ist der andere?
Komm. Komm. Wo bist du? Kuckuck. Batel nachob hachutzil. Jetel chulak zokubin takoschlach humtikuch. Unach ubin katbil jola lelo. Komm hoch. Huntul kimen. So. Haben wir denn hier noch irgendwas, was wir noch einsammeln können? Irgendwas Spezielles? Doch, da war noch was. Aber irgendwie habe ich so die Befürchtung, da muss ich gar nicht hin. Pfeile gibt es hier en masse, aber die gebrauchen wir jetzt gerade nicht. Jo. Und jetzt? Das ist keine Tür. Hä? Okay. Da geht's auch nicht rum. Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Ja, da oben ging es doch auch nicht rum. Oder? Ich meine, ich kann da rumspringen, aber bringt mir das irgendwas? Nicht wirklich. ja. Bin ich jetzt nur hier, damit ich die Leute killen kann? Oder... Kuckuck. Und warum geht Lara die ganze Zeit in Deckung? Es sind doch gar keine Gegner mehr da. Hier ist auch nichts. Also, jetzt bin ich so einigermaßen verwirrt. Obwohl, Moment, da ist noch so ein Balken. Aber da komme ich nur hier hoch. Und dann hier hin. Also quasi den Bereich, wo ich eigentlich gar nicht... Ach so, von hier oben hätte ich ihn natürlich gut abknallen können. Aber das war's dann auch. Wie ist das die ganze Zeit? Okay. Jo. Gehen wir mal wieder zurück. Mal gucken, was die sagen. Kommen wir da wieder zurück? Nee, da kommen wir nicht zurück. Hä? Das ist doch jetzt irgendwie unlogisch. Leichen pflasterten ihren Weg. Hier ist ja auch nichts. Also der zeigt an, das Ziel ist in diese Richtung. Aber... Ja, da hinten war ich ja eben schon. Rauchbomben. Ja, toll. Was bringt mir jetzt die Rauchbombe? Also das Ziel ist wohl draußen, nehme ich mal an. Und das soll wohl eine Etage darunter sein. Aber wir haben ja hier nichts, wie wir jetzt hier weiterkommen. Oder ist jetzt hier irgendwas, was ich jetzt hier... Ach, ja, es ist etwas, was ich gerade übersehe. Okay. Ah.
Aaron? Ganz ruhig, ich... Hast du etwa das hier gesucht? Diese Symbole ergeben keinen Sinn. Vielleicht ein Code oder... Na toll. Schulsaltulakal! Kuntulkimen, Kuntulin Lakon, Schimbaltesne Kuchila, Janekatpek Sigma Spetech. Komm, komm. Ich muss hier raus. Ja, bin ich auch für. Die Frage ist nur, wo und wie. Ja, toll. Da hätte ich sie einfach gehabt. Hier ist nichts, was man einsammeln kann. Da ist was, aber das können wir nicht mehr einsammeln. Moment, da können wir auch wieder hoch. Aber bringt uns wahrscheinlich genauso wenig. Ja, dachte ich mir schon. So, okay. Da ist eigentlich der Ausgang, aber der ist auch versperrt. Und ich glaube, hier haben wir jetzt eben gestartet. Sind wir gestartet? Ja, da steht aber irgendwo hier ist der Ausgang. Dahinter. Dahinter kommen wir aber nicht mal eben so. Moment, da oben. Ah, ich glaube, da oben geht's weiter. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie da rüberkommen würden, müsste es normalerweise so sein, dass wir da weitergehen können, denke ich, hoffe ich. Die Frage ist jetzt nur, wie kommen wir darüber? Nee, stimmt gar nicht. Moment, da sind wir hergekommen, oder? Okay, da können wir auf jeden Fall nicht hin. Ah, da, Moment, da ist was zu springen. Da sind wir auf jeden Fall hergekommen. Ups. Hallo. Ja, genau. Arschloch. Was läufst du hier mit Rauchbomben rum? So, wir müssen wieder zurück. Die Frage ist... Hallo? Geht's noch? Wie stark ist der denn jetzt bitte gepanzert? Geht es noch?
Ja, aber Lara, das hättest du eigentlich auch selber hinkriegen müssen, ne? So, wo ist der Kerl denn? Ah, okay. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn wir vorher im Kampfgebiet waren, weil das heißt, dass wir jetzt wieder zurückkommen und nicht mehr kämpfen müssen. Da wollte ich gerade eigentlich nicht hin, aber okay. Aber das Wasser ist wahnsinnig geil blau hier. Moment, ich bin jetzt am Wasser. Muss ich denn hin? Auf jeden Fall rechts von mir. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich meine, ich kann hier raus. Irgendwo, bestimmt. Ach, hier sind wir. Nein, da springen wir jetzt nicht immer rein, oder? Ach, eigentlich ging es ja schnell, ne? Muss ich überhaupt dahin? Moment. Nee, ich muss gar nicht dahin. Haha. Nochmal falle ich da nicht drauf rein. Entschuldigen Sie, ich muss hier durch. Ach, ich soll nochmal mit dem sprechen mit dem einen. Ah, okay. Wieso liegen gelassen? Ich wurde fast entdeckt. Was sollte ich tun? Du bist heil rausgekommen. Das ist sehr gut. Aaron, diese Frau hat mich aus dem Gefängnis befreit. Sehr erfreut. Dabei fällt mir ein, es ist peinlich, aber wie heißt du eigentlich? Ich heiße Lara. Gut, Lara. Wie du siehst, ist Aaron unversehrt zurück. Ich habe dich wohl völlig umsonst losgeschickt. Tut mir leid. Vielleicht nicht völlig umsonst. Sagt dir diese Nachricht irgendwas? Wie hast Aber du... Ich habe gesehen, wie Aaron die Wache ausgeschaltet hat. Die Priesterin? Das warst du? Ja. Es war klug abzuhauen, Aaron. Hätte man dich erwischt, wäre die Nachricht verloren gewesen. Ich kenne die benutzten Symbole nicht. Das ist eine Geheimsprache, in der Amaru mit seinen Leuten kommuniziert. Angeblich steht hier drin... Wir glauben, hier steht, wo sich das Nest des Hohen Rats befindet. Nur die Mitglieder seines Kults können das lesen. Kannst du es entziffern? Meine Schwester Azi, sie... Darf ich antworten? Azi war meine Frau und früher eine Anhängerin von Amaru. Sie hat mir die Geheimsprache beigebracht. Hast du ihr den Kult ausgeredet? Das hätte niemand geschafft. Azi hat immer selbst entschieden. Klingt nach einer sehr starken Frau. Ich habe sie sehr geliebt. Und steht in der Nachricht, wo wir hin müssen? Wir? Also schön. Kennst du das verlassene Dorf am Rande des Orts? Ich kann's finden. Gut, wir treffen uns dort.